erzähl mal, wo gehen wir an heute? Jetzt gehen wir auf Las Vegas. nein, Stein am Rhein. Nein, Steinsäckingen. Ich sage mir Mikro. Ja, ja, der geht es jetzt unterdessen. Und ist das jetzt auch nicht? Das jetzt selber? Ich habe eine selber daheim. Ich habe eine selber daheim. Was ich als Eingestellt habe. Es ist mir eine große Freude. Thank you.
Ungaria, das ist ungefähr so ein Programm von unserer Musik, die wir machen. Unverkennbar, Django Farina. Und der ist ja erst kürzlich, das 100 Jahre gsi, wo der auf die Welt gekommen ist. Und geniale Bühnenmusiker, und das ist Jazz aus Frankreich, und das ist irgendwie unser gezeichnet. Wir machen weiter mit dem Chanson von Gilbert Bécaud, Monsieur Sans-Vol. Et maintenant. Maintenant que je fais tout ce temps qui sera ma vie de tous les gens qui m'indiffèrent maintenant tu es parti. Thank you.
bekommen, er hat unser nächstes Stück ist ein richtiger Gassenhauer von unserem Übervater, Jean Bourguignard, der wird ein französischer, belgischer Gypsy. Und zwar ist das der Minor Suite.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit gerade mal meine Mitstreiter vorstellen. Wir haben an der Gitarre die Pumpe. Die Pumpe, das wäre die Rhythmusgitarre, das ist der Urs Hubi Hubschmidt. Und an der Bassgeige, am Kontrabass, steht hinter mir der Pumi 2. Ja. Und am Kontrabass, das wäre der Peter Tico Keller. Dann haben wir noch Pumi 3, nein, das wäre. Am Solo-Gitarre Gesang Cornelius Sohn. Und dann hören wir zum nächsten Stück und das heißt Alle auf mir. All of me. Thank you.
eins. Ach, oh, so, yeah! Thank you.
Wir wünschen euch weiterhin einen tollen Abend und mit dem Marco Lüss Stein. Wenn der Mann
Sie hat viele Partner gehabt, wie Gary Grant, Frank Sinatra, Rock Hudson. Und ist von Millionen von Frauen und das bewundert worden. Im Alfred Hitchcocks Film «Der Mann, der zu viel wusste», hat sie das Lied gestern auch sehr angesehen und hat das Ganze in ihrer eigenen Erkenntnismelodie gemacht. Doris Day ist heute 87 Jahre alt. Und sie hat im September ganz aktuell nochmal ein Album rausgebracht mit dem Titel «My Heart». Auf diesem Album sind 12 Songs, noch unveröffentlichte Songs aus den Jahren 51 bis 94. Wir hören jetzt gestern Abend Männer auf Deutsch. Schulten Sie ruhig mit und freuen Sie sich auf den Titel «Was kann schöner sein?». Kleine Idee, was ich morgens noch vergibe. Machen wir uns heute.
sogar ein bisschen länger, bis man zum Ziel kommt. Und vielleicht verlässt er zwischendurch auch mal die Wut und kann auch aufgeben. Und dann braucht es eine Aufstellung. Und zum nächsten Ziel ist genau so eine Aufstellung. Es gibt auch Kraft, Hoffnung und Zuversicht. Ursprünglich ist der Titel eigentlich für einen Film, von einem DDR-Film, komponiert worden. Der Ulrich Swilms, damaliger Keyboarder und Hauptkompositeur von der Gruppe Karat, hat den Auftrag bekommen von einer Filmgesellschaft, ein Lied zu komponieren mit den Kernzielen über sieben Brücken muss umgehen. Die Gruppe Karat hat 1978 mit diesem Titel das internationale Schlagfestival gewonnen. Zwei Jahre später hat Peter Maffay mit einem neuen Arrangement und einem heftigen Saxophon-Solo in der Mitte einen Mega-Hit gemacht. Freuen Sie sich jetzt auf diesen ganz speziellen Song und begleiten Sie uns über sieben Brücken. Manchmal